Wir haben den Hype um die sogenannten NFTs, Non-Fungible Token, zum Anlass genommen und ein Forschungsprojekt mit dem Projektnamen Citadel im Rahmen des Innovation Lab der Österreichischen Nationalbank gestartet. Projektziel war es einerseits, neue fachliche Ideen mit neuen Technologien zu erproben und andererseits den Wissensaufbau und den Wissenstransfer in der ÖMB aktiv voranzutreiben. Experten aus dem Bereich Kunst, Recht, Treasury und Technik sind Teil des Forschungsteams. Mein Teil der Recherche über NFT hat sich in dem Spannungsfeld zwischen künstlerischem Ausdruck und Anlage bewegt. Wegen ihrer hybriden Natur, Bild, Zertifikat, unveränderbare Block auf der Blockchain, ist die Analyse der NFT so komplex und spannend. NFTs wurden eigentlich im Kunstbereich entwickelt, um geistiges Eigentum zu schützen und Künstlerinnen und Künstler gegenüber dem Kunstsystem zu ermächtigen. Ob dieses Versprechen teils oder ganz gehalten wird, wird sich nur mit der Zeit zeigen. Auf jeden Fall sind die Möglichkeiten der NFTs als junges, künstlerisches Medium noch nicht ausgeschöpft. Wir haben uns das Projekt aus der technischen und fachlichen Seite angeschaut und haben die Smart Contracts selber erstellt auf dem Testnetz und somit auch die NFTs in eigenem Innovation Lab erstellt. Und im Zuge dessen haben wir uns auch dezentrale Speichermedien angeschaut und ihre Vor- und Nachteile. Und zu allerletzt haben wir uns auch mögliche Einsatzgebiete von NFTs uns angeschaut, in dem Fall eben Metaverse. Ja, seitens der IT kann man sagen, kam es zu einer tollen Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen. Außerdem konnten wir auch wertvolle Erfahrungen im Bereich Virtual Payment und E-Identity sammeln. Die selbst erstellten Prototypen dienen zu Forschungszwecken und ermöglichen uns in der Zukunft einen praktischen Zugriff zu den Themen. Also Juristen haben den Ruf, die Partycrasher im Bereich der Digitalisierung zu sein. Im Fall des Projekts Citadel zu NFTs und Metaverse sehen wir uns allerdings als die Organisatoren der Party. Wir haben uns im Projekt die rechtlich relevanten Fragestellungen angesehen und auch beantwortet. Unsere Fragestellen waren beispielsweise, welche unterschiedlichen NFTs gibt es und was bedeutet das aus rechtlicher Sicht? Wie können NFTs rechtlich wirksam übertragen werden? Erwirbt man mit einem NFT auch die Nutzungsrechte, also die Lizenz im Sinne des Urheberrechts? Wie kann Geldwäsche mit NFTs verhindert werden und welche rechtlichen Vorgänge gibt es dabei und können die NFTs rechtlich wirksame Sicherheiten im Geschäftsbetrieb sein? Und zudem haben wir uns angeschaut, welche Auswirkungen haben die europäischen Regularien, wie zum Beispiel die zukünftige MiCA, also die Regulations on Markets and Crypto Assets, auf NFTs. Die professionelle, motivierte und äußerst strukturierte Vorgehensweise aller Teammitglieder hat zum Erfolg des Forschungsprojektes Citadel beigetragen. Das Ziel, den Wissensaufbau zum Thema NFT und Metaverse, wurde mehr als erreicht. Wir als Team haben uns aufgeschlaut, wenn man das so sagen darf. Wir werden weiterhin sehr aktiv den Einsatz neuer Technologien national, aber auch international beobachten und anlassbezogen neue Use Cases für die ÖMB erforschen.